Hürth-Kalscheuren bei Köln. Hier lebt der 21-jährige Dennis bei seiner Oma Claudia. Er besucht die Pierlet-Barski-Berufsschule in Hürth und macht eine Ausbildung zum Installateur. Mit seiner Freundin Larissa plant er eine gemeinsame Zukunft. Oma, haben wir noch den Kalkschnitzel? Larissa hat heute Geburtstag und Dennis hat ihr einen romantischen Empfang vorbereitet. Larissa, Fräulein, ich warte schon den ganzen Tag. Ey, wo warst du? Ja, ich hab vielleicht gearbeitet. Na Mann, dann sag das doch. Ja, hab ich doch. Ja, sag's halt nochmal. Also, mein lieber Schatz, warte. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, dein Dennis. Hier. Ja, schön. Die Torte musst du noch eine Stunde auftrauen lassen. Aber kannst du schon mal die Kerzen ausblasen? Ich hab Blasen gesehen, einfach so. Aber Dennis, krieg ich noch was? Das kann's ja wohl nicht gewesen sein. Ein Torte, ein Blume? Ja, laber, ey. Na klar hab ich noch was, ey. Du denkst, du kriegst nichts mehr, ne? Aber ist nicht so, ey. Ich bin voll der süße Typ. Danke. Hier. So, jetzt will ich aber nichts mehr hören, Fräulein. Was ist das? Ja, guck doch. Ich packe eine Stunde lang, ey. Dann fragst du, ey. Ich die Tasche geschmolzen. Ich wollte die Speedy 30 von Louis Vuitton. Die ist voll hässlich. Ja, ey, guck doch mal rein. Nein. Doch, guck doch. Es geht um Leben und Tod langsam. Wirklich, ey. Oh, du meine Güte. Was ist das? Ist das etwa ein Meerschwein? Nein, Mädchen, guck doch. Das lebt doch. Ist das ein Hund? Ja. Dennis, das ist ein Hund. Ist der für mich? Ja. Oh, du meine Güte, damit hast du jetzt endlich einen richtigen Riecher bewiesen. Ja, ne, ich bin voll nett. Ich nenne ihn Maddox, ich schwöre. Wie den einen chinesischen Sohn von Angelina Jolie, weißt du? Weil sie ist ja auch kein Chinese und ich bin ja auch kein Hund. Also passt ja voll. Maddox, ich liebe ihn schon jetzt. Guck mal, der hat einen Schwanz. Achso, der hat einen Schwanz. Ey, ich weiß auch nicht, ey. Ich bin voll der geniale Typ, kann das sein? Damit sieht die Larissa voll reich aus, wie die Paris Hilton, so, weißt du, was ich meine? Außerdem, der Hund war umsonst, ich schwöre, ja. Weil die Patricia, ne, das ist die Freundin von Marco, also die Ex von Baris, Robin und vom Kubilai, darf den Hund nicht mit in das Mutter-Kind-Haus nehmen. Nein, geht ja nicht. Und da habe ich den Hund gegen das iPhone von der Oma getauscht. Was hat der Hund dann schon wieder, Dennis? Dennis! Oma, was? Ja, der Hund weint. Ja, aber ich hab nichts gemacht. Aber irgendwas hat er doch. Ja, vielleicht ist er kaputt oder so. Ich hab keine Garantie, der ist ohne Rechnung. Sag mal, hast du irgendwo mein iPhone gesehen? Leider nein, leider gar nicht so, ne, Oma. Ich meine, du bist ja auch voll alt. Vielleicht hast du es irgendwo liegen lassen, im Internet oder so. Guten Morgen. Morgen. Oh, Kid, ey, das stinkt hier voll. Warum stinkt das hier so? Ich hasse das. Larissa, Fräulein, ey, reiß dich mal zusammen, du stinkst. Nein, ich stink. Jetzt rieche ich das auch. Ja. Was ist das? Oh, nee. Der Hund, der hat einen Haufen gemacht. Oma, warum hat er das gemacht? Oh, meine Güte, ich bin so sehr enttäuscht von mir, ich glaub's nicht. Der hat doch wohl A gemacht, ja. Der hat kein Benehmen so. Der Hund kann doch nichts dafür. Ihr müsst mindestens zweimal am Tag mit dem raus Gassi gehen. Ja, denn es geht doch jetzt zweimal mit ihm. Ey, du bist voll unverschämt in deinem Leben. Kann das sein? Das ist doch dein Hund. Ja, aber es ist deine Schuld. Du hast mir den geschenkt. Ich wollte den gar nicht. Ich wollte deine Tasche. Dennis lernt endlich mal ihre Verantwortung zu vertragen. Ich schwöre. Mir ist voll schlecht. Mir auch. Also eigentlich bin ich sehr glücklich über den Verlauf von meinem Geburtstag und auch über den Geschenkehund, weil, ich sag mal, Maddox bedeutet mir alles. Ich schwöre, ich liebe ihn. Ich würde für ihn töten, ehrlich. Aber eine Sache, finde ich, ist sehr schlecht an dem Accessoirehund, nämlich, dass er auf eine Toilette muss. Ich weiß nicht, es ist irgendwie erstens mal eklig und dann ist es noch sehr zeitaufwendig. Hallo, bin ich Krösus? Dennis übernimmt endlich Verantwortung und kümmert sich liebevoll um den Hund. Hallo? Ist das hier Javus? Ja, guten Tag, Herr Javus. Hier ist der Dennis. Ja, ich habe gehört, Sie suchen einen Kampfhundwelpen. Ja, ich habe da einen, und zwar einen Staffordshire-Wawa-Mix. Ja? Ja, okay, ich setze ihn dann bei eBay rein. Ne? Sie können den dann kaufen, per Sofortkauf am besten. Ja? Nein, nein. Leider, nein, leider gar nicht. Selbstabholer. Selbstabholer. Ja, gut, ich mach Porto. Ich schick den dann. Ich schick den. Okay, alles klar. Ja, tschüss. Was ist denn? Hast du immer noch kein A gemacht? Muss ich dir das vormachen, oder was? Ja, Junge, was wird das, wenn das fertig ist? Ey, das sieht doch original aus wie eine True Religion, ey. Ich schwöre, guck mal, Nahtrose.
Aber die Tasche steht dir richtig gut, Larissa. Ja, ne? Sie betont meine dezente Bescheidenheit. Man sieht mich und fragt sich, warum hat sie so eine reiche, edle Tasche? Und dann weiß man ja, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, eine Frau auf Reisen bin oder so. Sag mal, Kinder, wo ist denn der Hund eigentlich? Weiß ich doch nicht. Dennis, komm, ich will gehen. Oh, nicht nochmal, ey. Doch, wo wollt ihr denn hin? Ach, Mann, Oma, ey, ihr müsst jetzt mindestens zweimal am Tag mit der Tasche rausgehen, so, ne? Damit die jeder sieht, Mann, ey. Ja, damit jeder sieht, Oma, weißt du? Tschüss. Tschüss. Maddox.